Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir in Vorbereitung auf eine Folge zum Deutsch-Französischen Krieg über Waffen und Kriegsführung dieses ersten größeren industriellen Krieges im ausgehenden 19. Jahrhundert. Wir werden uns anschauen, welche Waffensysteme benutzt werden, wie sich die Kriegsführung allgemein veränderte und wie der Deutsch-Französische Krieg mit letztlich die Grundlagen legen sollte für die späteren großen Materialschlachten, die wir vor allem bis heute mit den beiden Weltkriegen verbinden. Los geht's! Das 19. Jahrhundert war in der Geschichte der Kriegsführung in gewisser Weise eine Übergangsphase zwischen dem alten traditionellen System der Kriegsführung, das man über Jahrhunderte hatte, und den modernen Kriegen, die kommen sollten im späten ausgehenden 19. Jahrhundert und dann natürlich im 20. Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen. Im 19. Jahrhundert veränderte sich die Kriegsführung allgemein, aber vor allem machte auch die Waffentechnologie große Fortschritte. Es entstanden Waffen, die ganze Landstriche vernichten konnten, die Opferzahlen in Kriegssituationen in die Höhe trieben. Dabei war der Deutsch-Französische Krieg längst nicht der erste Krieg, der auf dieses neue Konzept baute, denn tatsächlich konnte man dieses Konzept schon bis in den amerikanischen Bürgerkrieg oder vielleicht sogar bis zum Krimkrieg in den 1850er Jahren zurückverfolgen. Vor allem Schusswaffen erfuhren im 19. Jahrhundert eine deutliche Aufwertung zu dem, was man in den Jahrhunderten zuvor gehabt hatte. Die Feuerrate, aber vor allem auch die Präzision von Schusswaffen verbesserte sich immer weiter im Laufe des 19. Jahrhunderts und mit dem Aufkommen von Artillerie, letztlich moderne Artillerie im ausgehenden 19. Jahrhundert, wurden natürlich auch die Schäden, sowohl die Materialschäden als auch die Personenschäden auf den Schlachtfeldern in die Höhe getrieben. Und das führte dazu, dass man auf den Schlachtfeldern immer mehr Opfer zu beklagen hatte, die man auch nur noch unzureichend überhaupt medizinisch versorgen konnte. Denn desto vernichtender die Waffen waren, desto weniger Menschen konnte man schlussendlich am Ende des Tages in einer Kriegssituation retten. Dem schnellen Fortschritt der Waffentechnologie im 19. Jahrhundert, vor allem eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, stand eine sehr langsame Entwicklung beim strategischen militärischen Umdenken entgegen. Denn auch im 19. Jahrhundert dachte man noch lange Zeit in den militärstrategischen Gedankenmustern, die man bereits 100 Jahre zuvor hatte. Das bedeutet, man hatte immer noch Armeen, die aufeinander zumarschierten, wo Soldaten sich in verschiedenen Reihen aufstellten, sich hinknieten, schossen, nachluden und dann rückte die nächste Reihe nach und so weiter. Doch das sollte sich spätestens mit dem Deutsch-Französischen Krieg im ausgehenden 19. Jahrhundert so langsam auflösen. Das bedeutet, das 19. Jahrhundert war das letzte Jahrhundert, was schlussendlich zumindest in Teilen noch an die traditionelle Kriegsführung anknüpfte. Es war das Jahrhundert, wo man eben noch Soldaten hatte, die aufeinander zumarschierten, wo man noch mit Säbeln bewaffnete Kavallerie hatte, die aufeinander zustürmte und wo man überhaupt sozusagen seinem Gegner noch ins Auge schaute, wohingegen die späteren Kriege, insbesondere die Weltkriege, einen sehr plötzlichen und nicht vorhersehbaren Tod brachten durch schwere Artillerie und andere Waffensysteme, die es in früheren Jahrhunderten so eben nicht gegeben hatte. Das Aufeinandertreffen von einer eher traditionellen Denkweise in der Kriegsführung, also immer noch Soldaten, die aufmarschierten und so weiter, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Einsatz moderner Waffen, Schnellfeuergewehre und so weiter, führte natürlich häufig zu einem regelrechten Gemetzel. Denn die alte Kriegsführung war natürlich nicht ansatzweise auf diese modernen Waffen eingestellt. Und man kann sich vorstellen, wenn Soldaten in einer Reihe brav nebeneinander marschierten, was ein Artilleriegeschoss oder überhaupt ein einfaches Kanonengeschoss oder eben auch ein Maschinengewehr dort anrichten konnte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam in Preußen ein neues Gewehr auf, das sogenannte Dreyse-Gewehr, das nach seinem Erfinder, dem Büchsenmacher Nikolaus von Dreyse, benannt wurde. Dieses Gewehr war eines der ersten Hinterladergewehre, die jetzt tatsächlich zum Einsatz kamen. Denn im 19. Jahrhundert war in Europa noch das Vorderladergewehr das typische Gewehr gewesen, mit allen Nachteilen, die diese Waffe eben hatte. Vor allem, dass man diese Waffe im Stehen laden musste und damit eben auf dem Schlachtfeld, nachdem man seinen Schuss abgegeben hatte, ein bequemes Ziel für andere Soldaten abgab. Doch das nun entstehende Hinterladergewehr hatte den Vorteil, dass man es wesentlich schneller laden konnte. Man konnte es teilweise auch im Sitzen laden
und man hatte die Möglichkeit, damit direkt aus Deckungen heraus zu schießen. Zudem hatten diese Gewehre technische Neuerungen mit sich gebracht, wie eine erhöhte Schussfrequenz, eine höhere Reichweite. Man konnte jetzt teilweise schon bis zu 600 Metern weit schießen. Natürlich nicht sehr präzise, sondern Präzision war vielleicht bei 250 Metern gewährleistet, je nachdem, wie gut der Soldat beim Zielen war. Aber es waren eben deutliche Fortschritte zu früheren Zeiten. Insofern begann nun in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in gewisser Weise das Zeitalter des Hinterladergewehrs. Das bedeutete aber nicht, dass Hinterladergewehre ohne Probleme gewesen wären, denn tatsächlich brachten auch diese Gewehre wieder neue Probleme mit sich, insbesondere das Dresden-Gewehr, was die Preußen jetzt nun ins Feld führten und auch im Deutsch-Französischen Krieg eben einsetzten, hatte größere Probleme, vor allem bei den dünnen Zündnadeln, die zum Einsatz kamen, denn häufig gingen diese Zündnadeln schon nach wenigen Schuss kaputt und man musste ständig Ersatz mit sich herumschleppen, der allerdings begrenzt war. Als die preußische Armee seit 1840 anfing, diese neuen Hinterladergewehre zu beziehen, war man sich natürlich der Pannen dieser Waffen durchaus bewusst und man versuchte, die über die Jahrzehnte auszubügeln. Doch tatsächlich hatten die Hinterladergewehre, die nun zum Einsatz kamen, auch während des Deutsch-Französischen Krieges immer noch ihre Probleme. Das änderte allerdings nichts daran, dass der Einsatz von Hinterladergewehren nun fundamental dazu beitrug, dass sich die Kriegsführung auf dem Schlachtfeld veränderte. Vorbei schienen nun die Tage von Soldaten, die in der Reihe aufeinander zumarschierten, sich hinknieten, schossen und nachluden, sondern tatsächlich hatte man nur die Möglichkeit, mehrere Schüsse abzugeben und dabei noch relativ präzise zu schießen. Das trieb nicht nur die Opferzahlen hoch, sondern veränderte auch die Denkweise der militärischen Befehlshaber. Und insbesondere in Preußen wurde das sichtbar, denn in Preußen stellte man nun das Konzept des Schnellfeuers auf. Das bedeutet, Soldaten mussten jetzt nicht mehr explizit auf einen Schießbefehl warten, sondern sie waren im Grunde dazu aufgerufen, so häufig zu schießen, wie sie konnten, solange es die Waffe eben hergab. Doch diese neue Idee des Schnellfeuers brachte wieder andere Nachteile mit sich, denn Soldaten führten auch im Deutsch-Französischen Krieg nur eine sehr begrenzte Anzahl an Munition mit sich, in der Regel 60 Patronen. Und wenn man jetzt einfach auf den Gegner draufhielt und so schnell feuerte, wie man eben konnte mit einem Hinterladergewehr, dann war die Munition schnell aus. Hinzu kam, wie gesagt, das verbreitete Problem mit den dünnen Zündnadeln, die schnell kaputt gingen. Und im Worst-Case-Szenario hatte man mitten in der laufenden Schlacht, mitten im laufenden Feuergefecht plötzlich keine Zündnadel mehr. Und dann half einem auch die Einsparung von Munition nichts und man stand seinem Gegner schutzlos gegenüber. Während Preußen und andere deutsche Staaten sich seit 1840 militärisch modernisierten, blieben natürlich auch die Franzosen nicht untätig, sondern auch dort wurden Neuheiten in der Waffentechnologie angestrengt und durchgesetzt. Insbesondere das Chassepot-Gewehr machte dort die Runde. Das war im Grunde, könnte man sagen, eine Kopie des Dresden-Gewehrs aus Preußen, was allerdings einige Modifikationen noch erhielt bis zum Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges und tatsächlich zu einem der besseren Gewehre seiner Zeit gehörte und auch besser war als das preußische Pendant. Bis 1865 blieben Hinterladergewehre in Frankreich zunächst noch eine Ausnahmeerscheinung, denn offenbar hatte man in den französischen Militärs eher eine Skepsis gegenüber diesen neuen Waffen. Doch nach dem überragenden Sieg der Preußen gegen die Österreicher im Jahr 1866, wo diese Hinterladergewehre eben schon zum Einsatz kamen, kamen auch die Franzosen zu dem Ergebnis, dass diese Waffen offenbar mehr als nützlich waren. Und so baute man die französische Armee nun um und rüstete sie bis 1868 in sehr großen Teilen um auf Hinterladergewehre. Das bedeutet nicht, dass Vorderlader jetzt komplett verschwunden wären. Die kamen immer noch in einzelnen französischen Einheiten zum Einsatz, besonders bei Nationalgardisten. Aber der grundlegende Trend war eben der, dass man nun zu Hinterladergewehren übersattelte. Natürlich auch mit den bekannten Vorteilen, die Preußen ja bereits erlebt hatten, also eine bessere Reichweite, eine bessere Schussfrequenz und eine erhöhte Präzision. Tatsächlich war das Chassepot-Gewehr in dieser Hinsicht sogar wesentlich besser als sein deutsches bzw. preußisches Pendant, denn dieses Gewehr schaffte nicht nur 600 Meter Reichweite, sondern tatsächlich 1200 Meter Reichweite. Und das war natürlich im Deutsch-Französischen Krieg durchaus ein Vorteil, denn damit konnte man das Feuer auf heranstürmende preußische Truppen schon aus der Ferne eröffnen. Doch natürlich hatte man auf diese Entfernung keine sonderlich große Treffsicherheit, wie man sich vorstellen kann. Hinzu kam, dass das Chassepot-Gewehr auch noch ein eigenes
größeres Problem hatte, mit dem sich französische Soldaten rumschlagen mussten, und das betraf die Handhabung. Denn das Chassepot-Gewehr hatte einen sehr starken Rückstoß und daher feuerten viele französische Soldaten dieses Gewehr aus der Hüfte sozusagen ab, anstatt es sich vors Gesicht zu halten und beim Rückstoß dann das Gewehr ins Gesicht zu bekommen. Den Franzosen kam bei ihrem neuen Hinterladergewehr vor allem die große Reichweite, wie gesagt, entgegen, denn die Franzosen hatten im Deutsch-Französischen Krieg zunächst eine defensive Strategie verfolgt. Das bedeutet, man hatte sich in Gräben und in Befestigungen verschanzt und wartete auf die Deutschen, die heranstürmten. Und dabei kam einem natürlich entgegen, dass man möglichst weit schießen konnte, auch wenn man möglicherweise eben dort nicht mehr so präzise war. Die Preußen hingegen bevorzugten genau die gegenteilige Kriegsführung. Man versuchte möglichst nah an den Gegner heranzukommen und sichere und treffsichere Schüsse abzugeben, auch um letztlich Munition zu sparen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erblickte neben den Fortschritten bei den verschiedenen Gewehren auch ein neuer Gewehrtyp das Licht der Welt, der bis heute vor allem mit den erhöhten Opferzahlen späterer Kriege verbunden wird, nämlich das Maschinengewehr. Das Testfeld für diese verheerende neue Waffe war vor allem der amerikanische Unabhängigkeitskrieg in den 1860er Jahren. Hier kamen die ersten Prototypen sozusagen von Maschinengewehren zum Einsatz, namentlich die Union Repeating Gun und etwas später die bis heute wesentlich bekanntere Gatling Gun. Anders als der Name Maschinengewehr andeutet, waren diese ersten Maschinengewehre natürlich noch keine vollautomatischen Waffen, sondern man musste dort mit einer Handkurbel ran, um diese Waffen letztlich auslösen zu können. Doch die verheerende Wirkung war natürlich auch bei diesen ersten Prototypen der Maschinengewehre zu spüren. Wenn man in den Streubereich dieser Waffen kam, wurden die gegnerischen Einheiten regelrecht weggefetzt. Den Deutschen machte im Jahr 1870, kurz vor dem Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges, auch ein Maschinengewehr besonders Sorge, was in Frankreich zum Einsatz kam, nämlich die sogenannte Mitrailleuse. Dieses Gewehr war 1850 in Belgien entwickelt worden und gehörte auch zu den Prototypen eines funktionsfähigen Maschinengewehrs. Und das französische Kaiserreich hatte über 190 dieser Maschinengewehre bereits anfertigen lassen und konnte diese, zumindest in der Theorie, in einem Krieg mit Preußen auch einsetzen. Doch tatsächlich erwies sich der Einsatz dieser Maschinengewehre von französischer Seite aus nicht als so erfolgreich, wie man sich das gedacht hatte, denn zum einen waren diese Waffen schwerfällig, man konnte sie also nur schlecht schnell und effizient wieder ausrichten, wenn sich die Kriegssituation veränderte. Man konnte sie auch nur schwer transportieren. Und hinzu kam natürlich auch, dass diese Waffen sehr unpräzise waren. Das bedeutet, Maschinengewehre zogen ihren Sinn vor allem aus dem Streufeuer, was sie verursachten. Doch wenn man eben erkannte, wo dieses Streufeuer sich ungefähr bewegte, konnte man eine Maschinengewehrstellung auch entsprechend umgehen. Und das war etwas, was die Preußen im Deutsch-Französischen Krieg nach ersten Verlusten natürlich auch herausfanden. Und damit verloren Maschinengewehre nach und nach ihre Bedeutung in diesem Krieg, ähnlich wie es auch beim amerikanischen Bürgerkrieg gewesen war, wo diese Waffen auch nur eine untergeordnete Rolle spielten. Neben Gewehren und Maschinengewehren erlebte auch die Artillerie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen starken Fortschritt. Und Fortschritt bei der Artillerie hieß vor allem Reichweitenvergrößerung. Das bedeutet, Artillerie schaffte es nun zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges auf fast 4 Kilometer Reichweite zu schießen. Das war also die Waffe, die mit Abstand am weitesten kam. Und damit konnte man natürlich verheerende Schäden anrichten. Mit 2 bis 3 Schuss pro Minute war die Feuergeschwindigkeit, gerade im Vergleich mit heutiger Artillerie, natürlich noch relativ gering gewesen. Auf der anderen Seite muss man sich aber klar machen, dass das Ganze ein massiver Fortschritt war, insbesondere wenn es um Präzision bei Artillerie ging. Und das sollte, wie wir gleich noch sehen werden, vor allem der preußischen Armee einen entscheidenden Vorteil in diesem Krieg einbringen. In Frankreich wurde die Weiterentwicklung der Artillerie in den Jahren vor dem Deutsch-Französischen Krieg eher stiefmütterlich behandelt, was ein wenig verwundert, wenn man bedenkt, dass der französische Kaiser Napoleon III. Selbst ein ausgebildeter Artillerist war und eigentlich um die Vorteile der Artillerie hätte wissen müssen. Und das brachte tatsächlich den großen Vorteil für Preußen, denn die Preußen erkannten durchaus den Wert von Artillerie und ließen sich schlussendlich von einem bekannten deutschen Unternehmer dazu verleiten, sich Artillerie für den Feldeinsatz herstellen zu lassen. Dieser deutsche Unternehmer war Alfred Krupp,
der nun 1870 gegenüber Bismarck und dem preußischen König Wilhelm I. den Wert dieser Waffentechnologie noch einmal betonte. Doch tatsächlich sollte der preußische Kriegsminister Rohn zunächst einmal ablehnend sich gegenüber Krupp positionieren. Denn Krupp hatte nicht unbedingt den besten Ruf in Preußen. Das hing ein Stück weit damit zusammen, dass seine Kanonen, die im preußisch-österreichischen Krieg zum Einsatz kamen, sich nicht als sonderlich verlässlich erwiesen hatten. Und daher begegnete der Kriegsminister Krupp und seinen Ingenieursfähigkeiten mit einer gewissen Skepsis. Doch schlussendlich sollte sich Krupp durchsetzen und schaffte es, seine Artilleriesysteme für den Einsatz im Deutsch-Französischen Krieg bereitzustellen. Daraufhin präsentierte Krupp der deutschen Führung die Feldkanone C/67, die nun zu einer wichtigen Waffe im anstehenden Krieg werden sollte. Denn die Verlässlichkeit der Kruppschen Systeme, die sich nun herausstellte, mit Präzision, Reichweite und so weiter bei der Artillerie, erwies sich für die Franzosen als ein riesiges Problem. Denn mit Artillerie konnte man vor allem die zahlreichen Maschinengewehrstellungen der Franzosen überwinden, indem man diese Maschinengewehre nun einfach mit Artillerie wegbombte. Trotz der verbreiteten Skepsis in Frankreich kamen natürlich auch auf französischer Seite Artilleriegeschütze zum Einsatz, doch diese Geschütze blieben im Vergleich zu dem Kruppschen System deutlich im Nachteil. Und damit sollte sich vor allem im Deutsch-Französischen Krieg das Artillerieübergewicht der Deutschen und die bessere Verlässlichkeit, Präzision und Reichweite der eigenen Artillerie als großer Vorteil erweisen, sodass Napoleon III. Nach der verlorenen Schlacht bei Sedan resigniert feststellte, dass Preußen diesen Krieg vor allem wegen seiner Artillerie gewonnen habe. Die preußische Artillerie sei die beste Artillerie der Welt. So viel erstmal bis hierhin, diesen Mini-Überblick zu der Verbesserung der Waffentechnik im 19. Jahrhundert. Ich fasse zusammen. Das 19. Jahrhundert räumte in vielerlei Hinsicht mit der altbekannten traditionellen Kriegsführung in Europa auf. Die Zeiten von Soldaten, die reihenweise aufeinander zumarschierten, sich knieten und Schüsse abgaben, und auch das Zeitalter von Kavallerie, die selbe schwingend auf den Gegner zuritt, neigten sich langsam dem Ende. Es brach das Zeitalter von modernen Waffensystemen an, von Artillerie, Maschinengewehren und so weiter, die die Opferzahlen in Kriegen in die Höhe trieben, angefangen beim Krimkrieg über den amerikanischen Bürgerkrieg bis dann hin zum Deutsch-Französischen Krieg, und das Ganze endete bzw. kulminierte dann natürlich später in den beiden Weltkriegen, die ja nicht umsonst bis heute als Materialschlachten bekannt sind. Vor allem die Gewehrtechnik veränderte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zunächst in Preußen, dann auch in Frankreich kamen nun Hinterladergewehre auf, die eine erhöhte Präzision, erhöhte Reichweite und so weiter ermöglichten und damit auch die Opferzahlen bereits in einem möglichen Krieg in die Höhe treiben würden. Gleichzeitig kamen nun Maschinengewehre zum Einsatz, auch die hatten ihre Premiere im amerikanischen Bürgerkrieg und wurde nun auch im Deutsch-Französischen Krieg eingesetzt, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die sie hatten. Doch das tatsächliche Zünglein an der Waage, militärtechnisch gesehen, war schlussendlich die Artillerie, die in Preußen wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekam, und das sollte sich schlussendlich im Deutsch-Französischen Krieg auszahlen. Denn mit Artillerie konnte man nicht nur große Schäden anrichten, sondern auch die gefährlichen Maschinengewehrstellungen der Franzosen aus dem Weg räumen. Nicht umsonst betonte Napoleon III. Nach der verlorenen Schlacht von Sedan, dass Preußen letztlich durch seine Artillerie gesiegt habe. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem, und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!